Herzlich willkommen zu unserem Projekt Infect World. Unser Problem oder Fragestellung war, wie kann man Menschen vermitteln, wie wichtig es ist, Sicherheitsmaßnahmen gegen Corona einzuhalten? Unser Produkt ist jetzt Infect World. Es ist angelehnt an Among Us und es ist ein 3D-Multiplayer-Spiel. Das Ziel des Spieles ist, einen Impfstoff zu entwickeln oder von dem Patienten aus alle anzustecken. Und es simuliert einen Verlauf einer Corona-Pandemie und es spielt auf einem Raumschiff. Es gibt zudem noch Schutzmaßnahmen im Spiel, wie zum Beispiel Masken. Wir benutzen dafür Unity als Game Engine. Darin programmieren wir in C-Sharp und benutzen Photon als Multiplayer-System. Ja, Weiter. also das ist ein Screenshot von unserer Skizze von der Raumschiff-Map. Und wir dachten uns, weil wir es 3D machen, können wir ja nicht nur auf einer Ebene bleiben, sondern können auch nach oben oder auch nach unten gehen. Das sieht man dann hier in da der mittlere Bereich, das ist die mittlere Ebene, oben ist die obere und unten ist die untere Ebene. Ja, das ist dann der Startbildschirm. Man kann da seinen Namen eingeben und dann einen Code eingeben. Und dann kann man entweder einem Raum beitreten oder einen erstellen. Ja, und so sieht es dann aus. Das ist jetzt unsere Lobby. Man sieht dann, wer alles drin ist und wer dann auch den Raum erstellt hat. Ja, das ist jetzt eine Szene aus dem Map, aus der Map, aus dem Raumschiff. So sieht es dann aus, wenn man auch durchlaufen würde. Ja, und hier, das sind jetzt mal unsere Spieler, das sind Zylinder mit einem Gesicht und oben rechts sieht man dann die Anzeige, wie viele Aufgaben man schon erledigt hat, um den Impfstoff herzustellen. Und der Patient 0 bzw. ein Infizierter sieht dann, wie viele schon infiziert sind. Ja. Also, da wir es schwer im Multiplayer hier anzeigen, haben wir für euch ein Video vorbereitet. Da sind wir auf der Map zusammen. Einer ist der Patient 0 und der hat uns jetzt angesteckt. Ja, Ausblick und offene Punkte. Also, ja, wir wollen noch Items wie Masken, Corona-Test und den Impfstoff halt allgemein noch zum Herstellen noch mit rein machen. Dann Infizierte melden, ein Chat-System für Besprechungen, um herauszufinden, wer ist überhaupt Patient 0. Dann noch eine Lüftungsanlage für die Infizierten, damit man auch seine Viren, also den Virus dann in Räume verteilen kann, die jetzt nicht zugänglich sind, zum Beispiel in die Baracken, also in die Zimmer der einzelnen Leute. Und ja, wir wollen dann eigentlich auch noch mehr Maps machen, wie zum Beispiel noch ein Einkaufscenter. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit und auch vielen Dank an unsere Mentoren Leonie, Marcel und Stefan. Und ja, den Prototyp finden Sie auf GitHub.